Dieses Mal geht es ums Thema Europa. Erörtern werden das Thema die heutige Moderatorin, das ist die Frau Margareta Kopeinig. Sie ist leitet das Europaressort des Kuriers. Und unsere beiden Diskutanten, den Schauspieler und Autor Miguel Herz Kestranek und den Autor Robert Menasse. Guten Abend noch einmal auch von meiner Seite. Und wir sind übereingekommen zwischen den Gesprächspartnern, dass Herr Miguel Herz Kestranek jetzt einen Text lesen wird, eine Rede, die er beim Europaforum Göttwey gehalten hat. Ich spreche aber hier nicht als Experte, auch nicht als Vertreter der Kunst oder einer Interessensgruppe, sondern ich spreche als europäischer Bürger, als, wie ich mich selbst nenne, österreichischer Europäer. Es stimmt, was zu den diversen Egoismen, zum Entstehen der Krisen und ihrer Bemeisterung gesagt, geschrieben, geforscht, getan und nicht getan wird. Es stimmt und oft stimmt auch das Gegenteil. Und doch fehlt bei allem etwas meiner Meinung nach Entscheidendes. Es fehlt Leidenschaft, es fehlt Herz, es fehlt Seele. Wer selbst nicht brennt, kann bei anderen kein Feuer entfachen. Vielen Dank, Herr Herz Kestranek, für Ihr Plädoyer, für das Zusammenführen von Hirn und Herz, von Kopf und Bauch, für dieses leidenschaftliche Eintreten für Europa. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, so sympathisch mir das ist, ja, also wir brauchen Feuer, wir brauchen ein Herz, ja, aber was wäre das Herz der EU? Ich wäre dankbar, Miguel, wenn du mir das erklären könntest. Ich verstehe es nicht. Ich weiß aber nur eines, dass immer dann, wenn so richtig einem Kollektiv das Herz übergeht, bekomme ich Angst. Und erklär mir, wie man verhindert, dass dann diese Emotionen sich nicht dann gegen irgendwelche Feinde richten, was die nicht dann dazugehören. Das sind dann die, die nicht Europäer sind oder so. Weißt du, also ich würde es gern wissen. Was ist das große europäische Kunstherz? Es wird ja das Thema Europa unglaublich emotionell diskutiert. Geh mal zur Le Pen oder geh am Adlermarkt, wenn der Strache gegen Europa spricht. Da musst du mal hingehen. Dort hast du eine Emphase, wie du kannst dann wirklich Angst kriegen. Ja, aber das stimmt ja nicht, weil in dem Augenblick, wo ich sage, ich kann euch nichts geben, aber glaubt an dieses Europa, dann hast du am nächsten Tag eine Mehrheit für den EU-Austritt. Und gleichzeitig stimmt es ja objektiv nicht. Europa kann ja den Menschen viel geben und tut es ja. Ja, also es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, wir können euch nichts geben. Es wird aber sehr emotional und mit aller emotionalen Kraft das Gegenteil behauptet. Und merkwürdigerweise glauben das die Menschen. Gerade bei den Befürwortern sieht man das Phrasenhafte. Ich habe den doch sehr intellektuellen und kühlen Robert Menasse doch zu einer großen Emotion gebracht. Ja, und das ist ja schon was. Das war wunderbar, weil der Robert Menasse jetzt eigentlich schon beim Ziel gelandet ist und bei der Zukunft. Sie sprechen von der Vision Europa. Das ist jetzt spannend. Ja. Ich hab so oft so herkömmliche EU-Debatten gehabt. Das ist jetzt endlich einmal eine andere. Ich freue mich ja auch, weil genau das, auf das habe ich mich ja schon gefreut.